Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute habe ich den Lesemonat vom Monat März für euch und es wurden insgesamt 15 Bücher. Eins davon war ein Hörbuch, das aber mittlerweile auch als Printexemplar bei mir einziehen durfte. Fangen wir aber direkt mit dem ersten Buch an, damit das Video nicht so lang wird. Das wäre A History of Us von Jen DeLuca. Das ist der dritte Band. Nur drei kleine Worte. Und in diesem geht es um April und Mitch. April kennen wir schon als die große Schwester der Protagonistin aus Band 1. Mitch kennen wir natürlich auch schon seit dem ersten Band, weil er ein fester Bestandteil des Mittelalter-Fest-Cast ist, um es mal so zu nennen. Ja. April ist alleinerziehende Mutter. Ihre Tochter geht demnächst aufs College und das heißt, für sie fängt ein neuer Lebensabschnitt an und deshalb beschließt April, das Haus zu verkaufen, aus Willow Creek wegzugehen und richtet sich deshalb ein bisschen häuslich um. Mitch ist genau wie April Langzeitsingle und hangelt sich irgendwie nur so von Affäre zu Affäre, aber hat irgendwie nie was Festes und das lässt seine Familie ihn auch jedes Mal spüren. Deshalb beschließt er, in diesem Jahr zum Familienfest nicht alleine zu gehen und bittet April, ihn zu begleiten, quasi als Fake-Freundin. Das Ganze ist sehr, sehr lustig anzusehen und die beiden sind auch echt süß zusammen, wie sie das Paar schauspielern. Wer Mitch erlebt, der verliebt sich einfach Hals über Kopf in diesen Mann. Ich hätte auch super gerne einen Mitch in meiner Wohnung. Ich hätte hier auch noch ein paar Sachen, die er mir helfen könnte zu renovieren. Ich bin sehr zufrieden, wie es ist, aber so einen Mitch würde ich trotzdem nehmen. Die nächsten beiden Bücher, die ich gelesen habe, zeige ich euch wieder im Doppelpack. Das habe ich bei meinem Neuzugänge-Video auch so gemacht. Trusted Love, Band 1 und Band 2. Der erste nennt sich Zurück zu uns, der zweite Nur mit dir. Und ich habe sie beide sehr geliebt. Und das sage ich nicht nur, weil ich im Blogger-Team von der lieben Annika bin, sondern weil ich die Reihe wirklich sehr, sehr schön finde, obwohl sie in Deutschland spielt. Das ist ja bei mir immer so ein Kritikpunkt. Ich weiß nicht warum, was da in meinem Kopf falsch läuft. Irgendwie mag ich Bücher, die im Ausland spielen, immer lieber. I don't know. Ja, fangen wir einfach mal mit Band 1 an. In dem Band geht es um Lou und Lukas. Lou hat ihrer Heimat den Rücken gekehrt. Und Lukas somit auch, als sie einen schweren Unfall hatte und irgendwie kam sie in dem Ort, in dem sie lebt, damit nicht so gut klar und ist dann zu ihrer Schwester nach Hamburg gezogen und hat einfach die ganze Familie in Bayern zurückgelassen. Ich glaube, Bayern war es. Rechenberg, ich glaube, das liegt in Bayern. Schlagt mich nicht, ich glaube es einfach nur. Ja, jetzt heiratet ihre beste Freundin, die auch in Rechenberg lebt, und bittet sie natürlich, Trauzeugin zu sein. Und natürlich sagt die dann auch ja. Aber das bedeutet halt auch, dass sie zurück in die Heimat muss und nach 9 Jahren Lukas unter die Augen treten muss. Ja. Schwerer als gedacht, aber irgendwie auch leichter als gedacht, weil Lukas einfach so ein toller Protagonist ist. Irgendwie habe ich diesen Monat Bücher gelesen mit tollen männlichen Protagonisten. So Book-Boyfriend-Material. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, Lukas ist auf jeden Fall einer der herzlichsten Menschen, genau wie sein Bruder Phil, um den es hier im Buch geht. Und ich glaube, wenn ich die Wahl hätte zwischen den beiden, ich glaube, ich würde trotzdem zu Phil tendieren. Aber das erzähle ich euch gleich. Ja, man erfährt super viel in dem Buch, was damals passiert ist und was es mit der Familie gemacht hat. Hauptsächlich, was es mit Lou gemacht hat. Und es geht einfach total ans Herz. Also mir ist die Geschichte total ans Herz gegangen, weil Elemente darin waren, die mir einfach auch sehr bekannt vorkamen. Es ist, was in ihrer Familie passiert, das bei uns halt auch passiert ist. Und ja, irgendwie, wenn in Büchern etwas vorkommt, was ich selbst miterlebt habe, dann ja, packen sie mich halt immer noch mal ein bisschen mehr. Und in Band 2 geht es dann um Lus Schwester Victoria. Sie ist schon seit sie denken kann, sage ich es einfach mal,
die beste Freundin von Phil, dem Bruder von Lucas. Und er lebt in Edinburgh. Er lebt auch nicht mehr in Rechenberg, genau wie sie. Sie ist nach Hamburg gezogen und er ist nach Schottland gezogen, weil er dort die Familienfirma leitet. Sie stellen Whisky her. Und ja, irgendwie habe ich mir Phil dann anhand von diesem Foto dann auch wie so ein großer, breiter, whisky-trinkender, bärtiger Mann vorgestellt. Und ja, das ist etwas, das für mich sehr attraktiv wirkt. Und ich finde auch den Mann auf dem Cover äußerst attraktiv. Das habe ich Annika auch schon gesagt, dass der Phil-Darsteller super heiß ist. Auf einer Familienfeier kommt es dann dazu, dass Phil Victoria küsst und damit so ihre ganze Welt ins Wanken bringt. Dann muss er natürlich zurück nach Schottland, sie zurück nach Hamburg und irgendwie ist es so ein bisschen komisch zwischen ihnen. Aber wo ein Wille, da ein Weg. Irgendwann laufen sich die beiden halt dann doch wieder zwangsweise über den Weg und versuchen halt das Ganze zu entkrampfen. Ja, sie versuchen halt irgendwie der Liebe eine Chance zu geben, aber es gibt da Elemente, die halt dagegen sprechen, die halt dazwischen schießen. Und wenn ich Band 1 schon gut fand, dann fand ich Band 2 noch besser, weil er meines Erachtens noch spannender war als der erste Band, weil einfach Dinge passiert sind, die ich so nicht gedacht habe. Ich fand das Buch so spannend, dass ich es innerhalb von 1,5 Tagen durchgeklöppelt habe. Es sind über 400 Seiten. Aber ich konnte es einfach nicht mehr aus der Hand legen. Das ist für mich ja immer ein Zeichen, dass ein Buch mir gefällt und dass ein Buch empfehlenswert ist. Und das sage ich wirklich nicht nur, weil ich ein Blogger-Team bin. Ich finde die Reihe wirklich ganz, ganz toll. Von ganz, ganz toll gehen wir mal ins Gegenteil zu ganz, ganz blöd. Schattenthron, Erbin der Dunkelheit von Beryl Keribar konnte mich leider, leider Gottes absolut nicht überzeugen. Ich habe es ja beim Unboxing schon erwähnt, dass viele in meinem Dunstkreis es für nicht gut empfunden haben. Aber ich wollte mir eben ein eigenes Bild machen. Immerhin habe ich die Buchbox gekauft mit diesem wunderherrlichen Buchschnitt. Ja, was soll ich sagen? Die Geschichte wird aus der Sicht von 6 Protagonisten erzählt, was es mir total schwierig gemacht hat, Emotionen zu den einzelnen Charakteren aufzubauen. Am Anfang ging es nur um 1, 2. Da dachte ich schon, okay, ich komme rein, ich komme mit den Protagonisten klar, ich leide mit ihnen, ich finde es gut. Aber irgendwann waren es einfach 6 Protagonisten und irgendwie war jedes Kapitel nur so 3, 4 Seiten lang. Es hatte gar keine Möglichkeit gegeben, da irgendwie Emotionen aufzubauen. Und ich fand auch, es ist keine Spannung aufgekommen. Immer wenn gerade so ein Punkt war, wo du gedacht hast, okay, jetzt könnte es spannend werden, war das Kapitel rum und der andere Protagonist kam und du denkst dir so, hä? Wo ist jetzt der Spannungsbogen, den man erwartet? Mal ein Beispiel. Auf der linken Seite schlägst du das Buch auf, linke Seite, was ich, sie laufen durch den Wald. Auf dem Ende der linken Seite werden sie angegriffen. Kommst du auf die rechte Seite, kommen noch 2 Zeilen Kampf, dann ist der Kampf beendet und am Ende der Seite laufen sie wieder durch den Wald. Also das ist jetzt nicht 100% eine Szene aus dem Buch, aber nur um es euch mal zu verdeutlichen, wie schnell die Konflikte im Buch aufgelöst werden, sodass einfach keine Spannung entsteht. Innerhalb von 2 Seiten passiert was Radikales und dann laufen sie weiter durch den Wald. Also ja, hat für mich irgendwie so keinen Sinn gemacht. Ich fand den Plot und die Plot-Idee super gut, bin mir aber jetzt tatsächlich nicht sicher, ob ich das Buch, also die Reihe, weiterlesen werde. Vielleicht frage ich auch einfach irgendjemanden, der es gelesen hat, wie es ausgegangen ist. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, ist von Lisa Kirsch, Querbeet ins Glück. Es geht um ein Mädchen, sie heißt Maddie, die ihren Traum verwirklichen möchte, Musical-Darstellerin zu werden und da wirklich ganz verbissen dahinter ist, das zu schaffen.
Durch einen blöden Zufall landet sie in so einem kleinen Strebergarten, der sich Grüne Freiheit nennt, und lernt dort die Leute kennen und merkt plötzlich, dass so diese Entschleunigung in diesem Gärtchen ihr richtig gut tut. Und selbst als Pflanzentöter wie mich konnte ich daraus noch einige Informationen ziehen. Ich habe wirklich was gelernt in dem Buch. Das ist bei Belletristik ja nicht immer so der Fall. Das ist ja dann eher so Sachbuchbereich. Aber ich habe tatsächlich einiges über Gartenbau und die Natur gelernt, auch über Hühner. Also ja, es war nicht nur Unterhaltung, es war auch Lernen. Ich finde das Wort. Ja, Maddie trifft dort nämlich auf Mo, den alleinerziehenden Vater, wie sie denkt, eines kleinen Jungen, und verliebt sich in ihn. Und lernt einfach das zu schätzen, was sie in diesem Gärtchen hat. Kann man das so sagen? Ja. Muss dann aber feststellen, dass Karriere und Garten nicht immer so übereinstimmen, dass ja, so eine Musical-Anstellung halt wirklich sehr viel Zeit frisst. Und bis man halt auch mal die Hauptrolle im Stück hat, sage ich jetzt mal, ist es halt super viel Arbeit. Man muss sich beweisen, man muss tanzen, man muss trainieren. Und ja, da muss das Privatleben halt manchmal zurück. Jetzt ging zwischendurch mein Akku leer. Finally wollte ich eigentlich nur noch sagen, dass das Buch mir sehr, sehr gut gefallen hat. Es war jetzt kein Lese-Highlight, aber für zwischendurch ein schöner Liebesroman kann man immer mal lesen. Dann habe ich als nächstes Fighting Hard for Me von Bianca Iosivoni gelesen. Das ist der dritte Band der Reihe, dem schon viele, viele Menschen entgegengefiebert haben. Ich habe es mir auch damals direkt gekauft, als es erschienen ist, und habe es aber leider nicht geschafft zu lesen. Eigentlich wollte ich es im Buddyread lesen, aber meine Lesepartnerin kommt momentan nicht dazu oder kam nicht dazu, und deshalb habe ich halt gesagt, komm, dann liest es jetzt alleine. Es steht nämlich auch auf meiner 22 für 22 Liste und da hinke ich jetzt schon nach 3 Monaten arg doll hinterher. Deshalb muss ich im April auf jeden Fall 2 Bücher lesen. Vielleicht mache ich da in meinem What I Read Next in April Video einfach 2 Bücher. Das wäre doch mal eine Maßnahme, dass ihr euch 2 aussuchen müsst von den 4. Vielleicht stelle ich euch auch einfach dann 6 Stück vor. Ich kriege hier Ideen, Leute, ich kriege hier Ideen. Ja, Fighting Hard for Me. Es geht um Sophie und Cole, die wir auch schon aus den ersten beiden Büchern kennen. Sophie ist schon seit, ich weiß nicht wann, verliebt in Cole und der schnallt es einfach nicht. Dann hat sie es gerade geschafft, sich quasi zu entlieben. Da kommt plötzlich Cole um die Ecke und sagt ihr, dass er in sie verliebt ist. Was ist das immer nur mit den Männern? Absoluter Schnallnix trifft auf absoluten Schnallnix. Ich sag's euch. Ja, auf jeden Fall bietet ihm Sophie halt an, ihr 12-Punkte-Plan zum Entlieben anzuwenden, den sie halt damals schon benutzt hat, um sich von ihm zu entlieben. Ich glaube, 12 Punkte waren es. Ja, 12 Punkte. Und hilft ihm halt dabei, seine Gefühle für sie quasi wieder zurück in die Kiste zu stopfen. Ob das gelingt oder nicht, werde ich euch natürlich nicht verraten. Aber ich habe das Buch sehr geschätzt. Es wurde ja mehrfach kritisiert, dass es nicht an die vorherigen Bände rankommt, aber ich fand es trotzdem sehr, sehr schön und als Abschluss der Reihe eigentlich auch sehr passend. Dann habe ich zusammen mit meiner liebsten Ninja Bad Influence von Stefanie Hasse gelesen. Reden ist Silber, Posten ist Gold. Wie ihr seht, das ist eins aus der ersten Auflage. Hier fehlt der Name der Autorin. Da sollte eigentlich Stefanie Hasse stehen. Aber im Druck ist ein Fehler passiert. Beziehungsweise wahrscheinlich wurde die falsche Druckdatei geschickt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde die erste Auflage ohne Titel gedruckt. Und was macht man dann in Zeiten von Papierknappheit etc.? Man macht einfach eine lustige Aktion draus. Und so hat sich der Ravensburger Verlag dazu entschlossen,
die Aktion Hashtag Wo ist Stefanie Hasse ins Leben zu rufen. Das heißt, man konnte quasi, wenn man das Buch gekauft hat, seinen Kaufbeleg an den Ravensburger Verlag senden und hat dann eine Bordkarte fürs Schiff, um das es in dem Buch geht, bekommen. Die Bordkarte liegt da hinten. Ich werde jetzt nicht aufstehen und sie holen, aber ihr könnt gerne bei Instagram vorbeischauen. Da habe ich sie euch nämlich in einen Post gepackt, als ich über das Buch gesprochen habe. Und sie ist einfach wunderschön. Sie steht auch direkt vor dem Buch als Dekoration in meinem Regal. Ja, um was geht es aber? Es geht um Tara Dawson. Sie ist eigentlich ein ganz normales Mädchen, ist aber mit einem High-Society-Girl befreundet, deren Eltern die Siren gebaut haben. Ich sag immer die Titanic. Aber es ist die Siren. Ja, sie gehen nämlich auf Jungfernfahrt und an Bord sind die 40 begehrtesten Influencer und Blogger und YouTuber und hast du nicht gesehen. Und irgendwie macht die Firma dann so ein kleines Spektakel draus. Sie müssen alle ihre Handys abgeben und dürfen quasi nichts auf ihren Social-Media-Kanälen hochladen darüber, sondern kriegen da so gesonderte Geräte und die Firma macht sich dann halt so einen Spaß draus, wer am Ende die meisten Klicks hat, wer die besten Posts macht, wer am meisten Sendezeit hat bei dem Channel 6, heißt es, glaube ich, oder News 6, der auch mit an Bord ist, der kriegt quasi die Ehre, das Schwesternschiff der Siren benennen zu dürfen. Ja. An Bord gibt es natürlich wieder super viele Intrigen, wie das halt so ist in der High Society. Da hassen sich die Leute untereinander und verbünden sich und intrigieren. Und wer Stefanie Hasses Bücher kennt, der weiß einfach, wovon ich spreche. Sie mag es nämlich über Intrigen und Schikanen und ja, solche Dinge in der Highschool, in der Schule, im Internet zu schreiben. Ja. Wir haben auch ewig hin und her überlegt, wer jetzt quasi der Bösewicht sein kann. Und es ist einfach total schön zu lesen, weil du gefühlt jede Seite einen anderen Menschen in Verdacht hast. Aber das Rätsels Lösung müsst ihr euch natürlich, wie immer, selbst anschauen. Auf Aurora entflammt habe ich mich ganz besonders gefreut, weil mir der erste Band schon so gut gefallen hat. Ich kann euch natürlich jetzt wieder nicht groß erzählen, um was es hier geht. Aber ich sag mal so, wenn ihr auf Marvels Guardians of the Galaxy steht, wenn ihr auf einen humorvollen Autoren-Schreibstil steht, wenn ihr auf verrückte Charaktere, super viele Plot-Twists, Familiengeschichten, Drama, Drama, Drama und zwischendurch halt super viel lustige Anekdoten und Running Gags steht, dann solltet ihr auf jeden Fall die Aurora-Reihe lesen. Im August kommt auch der dritte Band, ich glaube 31. August kommt er. Im Englischen heißt er Aurora's End und wird ins Deutsche übersetzt als Aurora erstrahlt. Macht für mich gar keinen Sinn, aber ich freue mich trotzdem auf den dritten Band, weil ich die Chaotentruppe von Squad 321 total ins Herz geschlossen habe. Ich habe auch gerade gestern die Rezension dazu geschrieben und selbst beim Schreiben musste ich die ganze Zeit lachen. Also das Buch ist einfach mega, mega lustig und chaotisch und einfach nur schön. Und wenn wir bei schön sind, machen wir direkt schön weiter. Ich habe nämlich den finalen Band von Ophelia Scale gelesen und ich glaube, ich brauche zu Ophelia Scale gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich habe in den letzten Videos so von der Reihe geschwärmt. Kurz gefasst, es geht um Ophelia Scale, es geht um ein Mädchen, das sich dem Widerstand angeschlossen hat, weil der König die Technologien abgeschafft hat und ja. Sie versucht einfach herauszufinden, was wirklich hinter all dem steckt und wer der eigentliche Bösewicht ist. Und Familiendrama, Liebesdrama. Es ist einfach nur schön und ich sag's einfach jedem, lest diese Reihe. Welches Buch ihr aber besser nicht lesen solltet. Es tut mir leid, dass ich das so knallhart sagen muss, aber veganes Schnitzel zum Verlieben habe ich
vom Nova MD zur Verfügung gestellt bekommen. Und es tut mir wirklich leid, weil es auch ein Rezensionsexemplar ist, aber ich habe quasi von Seite 1 bis Seite 260 oder so nur mit den Augen gerollt. Das Buch hat 260 Seiten und dann kommen hinten noch ein halbes Kochbuch, weil vegane Schnitzel zum Verlieben und so, ne? Vegane Rezepte. Ja, worum geht es? Ich versuche ja immer die Rezensionen hier oder meinen Lesemonat so spoilerfrei wie möglich zu halten. Das wird mir bei diesem Buch aber nicht gelingen, weil zu viel Zeug da drin passiert ist, das für mich so verwirrend war und so, hä? Was geht denn ab? Momente in mir hervorgebracht hat, dass ich euch einfach von dem Buch erzählen muss. Und wer es nicht hören will, weil er es selbst lesen will, der macht einfach den Ton aus, bis ich das Buch nicht mehr in die Hand halte. Das ist ein Deal, oder? Ja. Wir begleiten in dem Buch eine Protagonistin, die einen veganen Blog hat, YouTube-Kanal etc. Ihr bester Freund hat auch einen Blog, YouTube-Kanal etc. Und während er sich so ein bisschen auf Dating und Lifestyle spezialisiert hat, macht sie halt vegane Rezepte. Sie ist super bekannt, super beliebt, pieplablub, und nimmt an einer Gala teil und sitzt am Tisch mit einem Fleischproduzenten, nenne ich es einfach mal. Den findet sie total unsympathisch und will halt frühzeitig die Gala verlassen. Und am Parkticketautomat, sage ich jetzt mal, wird sie von ihm angegangen. Hat halt Angst vor ihm und fühlt sich bedrängt und möchte einfach nur nach Hause und weg von ihm. Wird dann von einem jungen, gut aussehenden Mann gerettet und in ein Separé geführt, nochmal ins Haus rein. Wo ich mir denke, wenn ich von einem Mann belästigt werde und Angst habe, dann gehe ich doch nicht noch mit einem anderen fremden Mann mit in ein Separé, wo wir nur zu zweit sind, wo der mich auch angehen kann. Nur weil er gut aussieht. Gehe ich mit oder wie? Also ganz komisch. Achso, eins habe ich noch vergessen. Während dieser Gala hat sie diesem Fleischkonsumenten, den sie vor 2 Minuten erst kennengelernt hat, Fleischproduzenten, einen zweiseitigen Monolog gehalten, wie toll es ist, vegan zu sein. Und dann denke ich mir immer, die Leute haben doch eh immer schon dieses Klischee im Kopf, dass Veganer alle ihren Glauben aufzwingen wollen. Also es ist jetzt nicht meine Meinung, aber das sagt man ja immer so. Dass Veganer jeden überzeugen wollen, wie toll es ist, vegan zu sein. Ich persönlich esse super gern Fleisch, aber wenn ich jetzt irgendwo hinkomme und jemand kocht vegan, ist das für mich auch völlig in Ordnung. Ich persönlich würde es halt selbst, denke ich, eher nicht kochen, weil es, ja, denke auch einfach eine Sache von Gewöhnung ist. Ich esse halt einfach super gern Fleisch. Punkt. Ja, und dann denkt sie sich so einen Satz: Ich dachte mir schon, dass der Fleisch ist, so wie der aussieht. Und da denke ich mir so: Bitte was? Heißt das jetzt dann quasi, wenn man sich vegan ernährt, dass man rank und schlank und gesund ist? Und wenn man sich fleischlastig ernährt, dass man dann ungesund, krank und fett ist? Also so kam es halt rüber und das fand ich halt echt unten. Und das fand ich halt echt, ja, kacke, so eine Aussage in einem Buch zu lesen. Weil das halt auch wieder so Kastendenken ist. Wisst ihr, wie ich meine? So wie man als Kastendenken bezeichnet, Veganer wollen jeden überzeugen, ist das so ein Kastendenken? Jeder, der Fleisch isst, ist krank und fett. Also, ja, ist mir sauer aufgestoßen. Auf jeden Fall erscheint dann halt so ein paar Tage oder ein Tag nach dieser Gala ein Zeitungsartikel, wo die Leute dort zerrissen werden. Auch Ella. Ja, sie regt sich halt tierisch drüber auf, macht aber weiter. Trifft sich dann mit diesem Typ, den sie dort auf der Party kennengelernt hat und verliebt sich Hals über Kopf. Und die haben sich noch nicht mal geküsst und nix. Dann beschließt sie, dass sie ihren Blog für den aufgibt, mit ihm einen Bauernhof kauft und glücklich wird. Denke ich mir auch. Ja, das ist irgendwie total unrealistisch. Wenn man sich so lange einen Blog aufbaut, auch wenn man in eine andere Richtung gehen möchte und sein Leben ein bisschen ändern möchte, muss man das doch nicht von einem Mann abhängig machen. Aber das ist meine Meinung. Auf jeden Fall kommt es dann so, dass ihr bester Freund
der heimlich in sie verliebt ist, rausfindet, dass dieser Joe quasi der Autor dieser Artikel ist, dann sagt sie dann alles mit diesem Bauernhofplan sofort ab, geht zu ihrem besten Freund und weint. Der macht ihren Heiratsantrag, sie nimmt ihn an, alles an am gleichen Tag, muss ich dazu sagen. Er postet es direkt überall auf YouTube, bla bla bla. Joe kriegt es natürlich mit. Sie sprechen sich aus, versöhnen sich wieder. Sie löst ihre Verlobung und wird dann mit Joe glücklich, quasi. Also, sorry, ich bin echt offen für sämtliche Liebesgeschichten etc. Aber das war mir zu viel Wahnsinn. Es war mir einfach zu viel Wahnsinn. So, ich lege das Buch jetzt weg. Das heißt, jeder, der auf Mute geschaltet hat, darf jetzt wieder einschalten, weil ich nämlich jetzt mit dem nächsten Buch weitermache. Und das da wäre Cinder und Ella. Da haben ja auch vorher ein paar Leute gerufen, oh Gott, das ist mein absolutes Hassbuch. Aber es stand schon ewig auf meiner Wunschliste und ich habe es halt bei einer Wichtelaktion jetzt geschenkt bekommen. Dachte, ich gucke jetzt einfach rein, ich lese es jetzt und dann entscheide ich, ob ich Band 2 noch lesen möchte, ob ich es auch gut finde, ob ich es auch schlecht finde, bliblablub. Wir begleiten auf jeden Fall Ella, die ein ganz großer Fantasy-Fan ist, besonders zu einer bestimmten Buchreihe. Und sie redet halt auch in ihrem Blog sehr oft darüber. Sie rezensiert halt auch Bücher und redet halt auch sehr oft über dieses Buch und lernt darüber auch Cinder kennen. Also sein Nickname ist Cinder und Cinder ist auch der Hauptprotagonist in diesem Buch. Sie heißt eigentlich auch nicht Ella, sondern Ella Mara und das ist die Hauptprotagonistin in diesem Buch oder eine der beiden Hauptprotagonistinnen. Es gibt nämlich noch eine andere. Ja, und Ellas Mama war halt ein großer Fan von der Buchreihe und hat dann sie danach benannt. Doch eines Tages hat Ella einen Unfall und das heißt, auf ihrem Blog kommt auch nichts Neues mehr und sie konnte sich nicht von Cinder verabschieden. Da hat sich halt mittlerweile eine riesen Freundschaft draus entwickelt, wenn nicht sogar eine Schwärmerei. Und Cinder hört plötzlich nichts mehr von Ella und denkt sich halt, was ist mit ihr passiert? Hat wirklich schon den Gedanken, dass sie gestorben sei, weil ja, nirgendwo kommt mir was. Er erreicht sie nicht übers Telefon, er erreicht sie nicht über den Chat, er erreicht sie nicht über den Blog, gar nichts. Ja, irgendwann überwindet sich Ella dann nach 10 Monaten oder so, Cinder nochmal zu schreiben. Sie hat halt ganz, ganz lange Reha machen müssen. 70% ihres Körpers ist verbrannt bei dem Unfall. Ihre Mutter ist dabei gestorben. Also wirklich ein harter Schicksalsschlag. Und sie muss halt jetzt erstmal lernen, mit diesen Verbrennungen, mit diesem neuen Ich zu leben. Und das Witzige ist, dass sie auf einen bestimmten Schauspieler steht, der halt bei der Verfilmung den Cinder spielen wird. Was sie aber nicht weiß, ist, dass Cinder aus dem Chat auch dieser Schauspieler ist. Ja. Das ist so die grobe Geschichte. Ich bin ja persönlich ein großer Fan von Fantasy, von Cosplay, von Events, von Conventions, dass ich das Ganze sehr, sehr cool fand. Wenn man damit nichts anfangen kann, ist, denke ich, auch das ganze Buch für einen doof. Kann ich mir gut vorstellen, dass es daran gelegen hat, dass viele gesagt haben, gefällt mir nicht. Ja, es war halt noch sehr, sehr kindlich geschrieben. Das muss man halt auch mögen. Ich meine, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, sind halt auch schon Mitte 30. Für die ist das vielleicht ein bisschen zu kindisch, aber ich fand es eigentlich ganz nett zu lesen. Bin mir aber tatsächlich auch nicht sicher, ob ich mir den zweiten Band noch anschauen werde. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, ist Seelengeister im Reich der Gedanken von Nadine Merschmann. Das Ganze ist bei BOD erschienen, sprich es ist auch ein Self-Publisher-Buch und ich als Self-Publisher bin ja immer froh, wenn ich andere Self-Publisher-Autoren kennenlerne und auch ihre Werke lesen kann. Ja, ich finde auch der erste Satz des Klappentextes beschreibt das Buch schon sehr, sehr gut oder den Inhalt. Da heißt es nämlich, jeder Mensch hat zwei Seelengeister, Wesen, geschaffen aus den tiefsten Gedanken. Sie flüstern dir Worte ins Ohr und beherrschen deine Taten. Ja, das
sagt sehr viel aus, um was es geht. Es sagt auch sehr viel aus, in welche Richtung das Buch abdriften kann. Also so ein bisschen Mental Health mäßig. Das habe ich auch in meinem Neuzugänge-Video schon darüber gesagt. Wir begleiten hier Elaira auf dem Weg, ihre Seelengeister quasi zu beherrschen. Elaira hat viel mit dem Thema Selbstzweifel zu kämpfen. Darum geht es halt wirklich auch stark in dem Buch, dass sie an sich selbst zweifelt, dass sie an ihren Können zweifelt. Und dabei ist sie eigentlich so ein richtiger Herzensmensch, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Sie ist für die, die sie mag, immer da. Sie ist total liebevoll und auch ihrer Schwester gegenüber immer sehr loyal. Und ich finde auch, man merkt in dem Buch eine richtige Entwicklung, weil sie Dinge, die passieren, nicht einfach nur hinnimmt, sondern halt auch vieles hinterfragt, was meiner Meinung nach auch wichtig ist, weil ich schon so viele Fantasy-Bücher gelesen habe, in denen einfach die Protagonisten ihr Schicksal angenommen haben und gesagt haben, gut, das ist passiert, ich muss das jetzt tun. Punkt. Und das ist hier halt nicht so. Sie hinterfragt super viele Dinge, auch Dinge, die ihren Seelengeist halt betreffen. Und das fand ich halt richtig, richtig gut. Es ist für sie halt auch super schwierig, weil sie nicht weiß, welchem der beiden Seelengeister sie so wirklich vertrauen soll. Und vielleicht fängt sie auch deshalb an, Dinge zu hinterfragen. Ich weiß es nicht genau. Ich fand es auf jeden Fall super spannend zu lesen. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich diesen Monat so viele Self-Publisher-Bücher gelesen habe und dass das hier auch ein Teil von meinem Lesemonat war. Dann habe ich mit Ivy, Tatjana und Ninja zusammen Drowning in Stars gelesen von Deborah Anastasia. Das haben wir damals zusammen bei unserer Shoppingtour in Thalia Allemann gekauft und gesagt, wir lesen es ganz schnell. Ja, das ganz schnell hat jetzt 3 Monate gedauert, aber wir haben es geschafft. Wir haben das Buch zusammen gelesen und was soll ich sagen? Es war absoluter Herzschmerz pur. Direkt von der ersten Seite an, also direkt im ersten Kapitel, passiert etwas und ich dachte nur so, what? Geht ja schon gut los. Ja, wir begleiten Pixie und Gaze, die quasi als Nachbarskinder aufwachsen. Gaze zieht ganz neu in den Block, nenne ich es jetzt mal, und die Fenster ihrer Zimmer sind quasi gegenüber voneinander. Das heißt, sie können sich über die Fenster halt immer austauschen und lernen sich so kennen. Pixie zeigt ihm die Gegend und Pixie ist halt total beliebt bei jedem, weil sie halt einfach ein draufgängerischer, kleiner Rebell ist, aber total liebenswert. Und Gaze ist halt für sein Alter super klein und schmächtig und ach ja, so zart teilweise, aber hat halt auch schon super, super viel Negatives erlebt. Sein Vater trinkt. Bei Pixie ist die Mama halt super viel am Arbeiten. Sie ist total lieb, aber arbeitet halt so viel, sodass Pixie mit ihren 12 Jahren halt super oft alleine ist. Wie gesagt, dann passiert ein Schicksalsschlag und die beiden verlieren sich aus den Augen und lernen sich oder laufen sich dann irgendwann zufällig nochmal über den Weg und dann beginnt eigentlich die eigentliche Geschichte. Ja, 2 zerstörte Seelen, 2 kaputte Seelen, 2 Schicksale. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht zu dem Buch sagen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Fortsetzung. Es kommt ein 2. Band. Ich hoffe, es geht auch wieder um die beiden. Ich habe mir den Klappentext noch gar nicht angeguckt. Aber ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, der oder die sich ein bisschen das Herz brechen lassen müssen. Möchte. Last but not least habe ich noch ein Buch als Hörbuch gehört, das aber auch mittlerweile hier einziehen durfte. Es ist nur noch nicht angekommen. Ich habe es jetzt gerade erst gestern bestellt. Ich hatte es halt vorher bei BookBeat gehört und es hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich werde definitiv noch das Buch kaufen. Ja, und ich werde wahrscheinlich auch die ganze Reihe kaufen, weil die ganzen Charaktere, um die es in den Folgebänden gehen wird, einfach mega cool sind. Und ja, auch wenn das irgendwie jeder sagt,
Ich finde auch, dass die Wildstone Hospital Reihe nach Band 1 jetzt schon absolute Grey's Anatomy Vibes hat. Irgendwie hat jeder Charakter so Eigenschaften von einem Grey's Anatomy Star. Also ich sag mal so, es geht hier um Laura Collins. Sie ist halt die absolute Meredith, auch wenn sie viel, viel aufmüpfiger ist. Noch aufmüpfiger als Meredith, finde ich. Und ihre beste Freundin ist halt eine Christina. Sie heißt zwar nicht Christina, aber sie verhält sich so. Also ich finde schon, dass die Reihe sehr, sehr an Grey's Anatomy angelehnt ist und vielleicht auch ein bisschen abgekupfert ist. Who knows? Das Einzige, was mich halt so ein bisschen traurig macht, ist, dass ein Charakter, der Ian, den ich persönlich super unterhaltsam finde, kein eigenes Buch erhält, keinen eigenen Band. Das finde ich sehr schade. Aber hier in Band 1 geht es um Laura, die quasi die Zusage für ihr Assistenzjahr, ich glaube, es ist ein Jahr, oder? Oder für ihre Assistenzzeit am Whitestone Hospital erhält und halt dann nach Phoenix zieht, um dort zu arbeiten. Sie lässt alles hinter sich und zieht dorthin. Und ja, gleich schon am ersten Tag passiert das absolute Chaos oder bricht das Chaos aus, noch bevor sie überhaupt am Whitestone Hospital ankommt. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich versuche das ja hier nicht zu spoilern. Man merkt halt, dass Ava super viel recherchiert hat und sich bestimmt auch mit Leuten aus der Branche unterhalten hat. Denn es werden so viele medizinische Begriffe verwendet und es wird so viel erklärt, dass man wirklich das Gefühl hat, dass Ava entweder, ich weiß nicht, ob es so ist, entweder selbst im Krankenhaus arbeitet und das halt live mitbekommt oder ob sie sich halt wirklich mit Leuten unterhalten hat. Das ist sehr informativ, sehr interessant auch zu lesen. Und ja, das gespickt mit tollen Charakteren, ja, kann es nur jedem ans Herz legen. Ich sag noch so schön, dass Whitestone Hospital das letzte Buch ist. Aber das ist es gar nicht. Ich habe nämlich auch noch Krone aus Asche gelesen. Ich vergaß. Ich habe nur den Schutzumschlag immer noch nicht dran gemacht. Ja, Krone aus Asche ist der dritte Band der Atlantis-Chroniken-Reihe von Mara Wolf. Auch ein Self-Publisher-Buch, also die Reihe der Self-Publisher-Bücher geht weiter. Ich denke, zu dem Buch habe ich schon sehr, sehr viel gesagt, zu der Reihe auch. Kurz gefasst, es geht um Taris, die eine Meisterin darin ist, verloren geglaubte Gegenstände wiederzufinden. Es geht sehr viel um ägyptische Mythologie. Thor taucht auch irgendwann mal auf. Also es ist sehr viel geschichtlicher Hintergrund, den man erstmal sortieren muss, bis man dann mal geschnackelt hat, wer zu wem gehört und wer mit wem verwandt ist und bliblablub. Ist der erste halbe Band rum, aber wenn man sie jetzt quasi alle hintereinander liest, dann ist man ja voll im Flow drin. Es gibt Plot-Twists, es gibt Verrat, es gibt Intrigen, also es ist eine richtig coole Reihe. Und ich persönlich bin ja ein sehr, sehr großer Horus-Fan. Ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wer das Buch gelesen hat und wen ihr so gerne mögt. Ja, wir haben die ganze Reihe zusammen im Buddyread gelesen, immer mit den gleichen üblichen Verdächtigen. Und es ist nicht meine liebste Reihe von Mara. Ich bin ja immer noch ein Riesenfan der Angelus-Saga. Das wird auch wahrscheinlich auf Lebzeit meine Lieblingsreihe bleiben. Das ist die einzige, bei der ich nämlich 0,0 zu bemängeln habe. Hier ist es mir halt so ein bisschen viel Geschichtliches, was man hätte einfach auch ein bisschen minimieren können, um es einfacher zu machen, weil man wird halt schon teilweise erschlagen mit Infos. Und was mich halt so ein bisschen gestört hat, dass manche Kapitel einfach 120 Seiten haben oder 80 Seiten. Und ich denke mir dann halt immer, warum müssen die Kapitel so lang sein? Ich bin halt jemand, ich lese abends im Bett dann noch so ein bisschen zum Runterkommen, aber da lese ich dann halt nicht 80 Seiten. Und ich finde es auch ganz schlimm, mitten im Kapitel zu beenden und das Buch zuzuklappen. Aber man wird einfach gezwungen und das nervt mich ein bisschen. Und deshalb, ja, finde ich die Angelus-Saga besser, weil da auch zum Beispiel kürzere Kapitel sind. So, das war es jetzt aber wirklich von mir. Ich
habe euch meine 15 Bücher vorgestellt. Ich hoffe, ihr habt noch einen wundervollen Tag. Ihr dürft mir gerne mal schreiben, ob ihr da eins von gelesen habt oder ob ihr noch vorhabt, eins davon zu lesen. Und ich würde gerne wissen, welches euer Monatshighlight war. Welches Buch ihr selbst gelesen habt, nicht von denen, sondern von euren, und welches ihr geliebt habt. Ich würde sagen, ich höre jetzt auf zu babbeln und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!